Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute etwas machen, das etwas liegen geblieben ist. Und zwar wollten wir in C rekursive Funktionen betrachten. Gell? Und dabei grundsätzlich mal schauen, ja, was so eine Rekursion ist. Gell? Also eine Rekursion, das ist keine Erfindung der Informatik. Gell? Also eine Rekursion, gell, die kann es auch im Leben geben. Gell? Und immer dann, wenn wir irgendetwas durch dieses Selbst beschreiben, gell, dann wird es eine rekursive Darstellung, eine rekursive Funktion, eine rekursive Tätigkeit, gell. Und ja, also das, wenn man das ein bisschen sucht, gell, dann findet man das auch irgendwo auf, ja, auf Wikipedia und sonst wo, gell. Also da haben wir so Beispiele, gell. Also wir haben hier ein rekursives Bild, gell, oder ja, da haben wir so mathematische Konstruktionen, gell, auch Funktionen, gell, also das sind die Informatiklehrer am liebsten haben, weil man damit mal etwas rechnen kann, gell. Und ja, hier wird dann auch darauf eingegangen, wie man das dann eben darstellt, gell. Mhm. Und ja, das wollen wir heute mal etwas machen, gell. Und etwas, was besonders schön ist, das sind diese russischen Puppen, gell, die man so schön baut, gell, und wenn man da eine Puppe hat, dann ist die dadurch definiert, dass sie in sich selbst eine andere Puppe trägt, gell, die dann wiederum in sich selbst eine solche Puppe trägt und so weiter, bis zur kleinsten Puppe, gell, und ja, diese russischen Puppen, gell, diese Matrioschkas, gell, es sind sehr schöne rekursive Gebilde, gell? Und ja, sie existieren nicht alleine, gell? Sondern sie sind durch das eben dargestellt, dass sie beinhalten, gell? Also vom Äußeren bis zum Inneren, gell? Also jede Puppe ist durch die beschrieben, die sie eben beinhaltet, gell? Und ja, wenn wir da schauen, so wunderschöne solche Matrioschkas gibt es, gell? Mhm. Ja. Es gibt auch andere rekursive Dinge, gell, gerade in der Mathematik, gell, wenn wir da schauen, gibt es so fraktale Bilder, gell, wenn man hier ja, eine Ecke öffnet, dann finden wir das Bild dann wieder und so, gell, also so ein Mandelbrot oder Julienmengen und, gell, also da haben sich viele ausgetobt, gell, aber auch Konstruktionen geometrischer Natur, gell, die dann ja, hier haben wir so eine sehr fraktal in der Natur dann, gell, mhm. und, gell, also so geometrische Dinge, die gefallen, gell, und ja, schön ist, dass man da auch was rechnen kann und dass man ihre Berechnung dann auch durchführen kann und darstellen kann, gell, mhm. Ja, also was wir jetzt machen, wir wollen jetzt einmal sagen, es gibt die Rekursion in den Daten. Wir können also Datentypen durch sich selbst erklären. Gell? Und da haben wir eigentlich ein Beispiel gesehen. Und zwar haben wir die einfach verkettete Liste gesehen. Gell? Und in der einfach verketteten Liste haben wir irgendwo Nutzdaten und dann haben wir den Zeiger auf das nächste Element und das nächste Element ist wieder so eines, gell? Also wir erklären jetzt unsere Datenstruktur mit dem Zeiger auf etwas, was so ist, wie wir sind, gell? Und da sind wir gerade dabei zu beschreiben und so ergibt sich eine solche rekursive Definition, gell? Und meistens aber meint man damit einen rekursiven Aufruf eines Unterprogramms in der Informatik, wenn man von Rekursion spricht, also nicht von den Daten, sondern von rekursiven Aufruf eines Unterprogramms, gell, in unserem Fall ist eine Funktion, gell, und ja, da sind ein paar Sachen zu berücksichtigen, gell, damit es dann auch funktioniert, gell. Erstens, wir müssen den Basisfall feststellen, gell. Also wir können da nicht so hergehen und sagen, ah ja, das da, rufen wir auf, oh,
Bevor wir etwas aufrufen, müssen wir uns überlegen, welcher der bekannte Fall ist. Und dort rufen wir dann nichts mehr auf. Dort geben wir das Ergebnis zurück. Gell? Und das ist wichtig. Gell? Also bevor wir irgendeinen Aufruf machen und an den Aufruf denken, müssen wir den Basisfall definieren. Also den Fall, der bekannt ist, den wir kennen. Und wenn es einen solchen Fall nicht gibt, dann brauchen wir auch keine Rekursion schreiben, weil dann werden wir keine Lösung finden. Gell? Also die rekursiven Aufrufe, die enden nur dann, wenn es einen Fall gibt, der bekannt ist. Und zu diesem Fall müssen wir uns hinbewegen. Gell? Und dieses Hinbewegen zum Fall, gell? Das ist der rekursive Aufruf, gell? Oder unser Schritt. Gell? Wir machen einen Schritt weiter in Richtung Basisfall. Gell? Und da ist eines zu berücksichtigen, gell? Und zwar, um die Kontrolle zu behalten über diese Aufrufe, gell? Müssen wir mindestens einen Parameter haben, über den wir irgendwo eine Größe darstellen, von dem wir etwas ausrechnen sollen oder etwas durchführen sollen. Gell? Und dieser Parameter, der muss sich in Richtung Basisfall bewegen, gell? Weil es nützt nichts, wenn der sich irgendwo hinbewegt, gell? In die große weite Welt hinaus und dann nicht mehr wiederkommt, gell? Das geht nicht gut, gell? Also der Parameter muss sich in die Richtung Basisfall bewegen, gell? Das ist vielleicht recht intuitiv, aber ja, es ist nicht immer klar, gell? Es gibt auch manchmal so Dinge, gell? Die drehen sich im Kreis, geht dann auch nicht, gell? Mhm. Ja, erstes Beispiel ist sehr oft die Fakultät, gell? Also die Fakultät ist eine mathematische Funktion, die eben dadurch definiert ist, dass die Fakultät von 0 gleich 1 ist. Und das ist der Basisfall, gell? Also wenn dieses n, von dem wir die Fakultät berechnen wollen, 0 ist, dann ist das Ergebnis 1, gell? Und eben für n gleich 0. Wenn n größer 0 ist, gell, dann ist die Fakultät von n, das n selbst, mal die Fakultät von n minus 1, gell? Und ja, das ist jetzt schon interessant, und zwar die Fakultät von n wird durch die Fakultät von n minus 1 definiert, gell? Und ja, das ist die Definition. Die Frage ist, kann das fertig werden, kann das richtig sein? Und die Antwort ist ja, gell? Weil ich den rekursiven Schritt mit einem Parameter mache, der um 1 kleiner ist, gell? Also ich bewege mich hin zum Basisfall, gell? Mhm. Ja, das wollen wir dann auch ausprobieren und das müsste dann auch funktionieren, gell? Ich kann das aber auch falsch definieren, gell? Und zwar von einer richtigen Annahme, gell? Jemand kann auch sagen, die Fakultät von n plus 1 ist n plus 1 mal die Fakultät von n, gell? Also eine Zahl, also die Fakultät einer Zahl ist die Zahl mal die Fakultät von der Zahl, die um 1 kleiner ist, gell? Also ganz korrekt hingeschrieben. Jetzt gehe ich her und mache den Schlaumeier. Ich sage, naja, ich gehe n-Fakultät freistellen. Wie mache ich das, n-Fakultät freistellen? Ja, ich dividiere durch n plus 1, gell? Also, dann bekomme ich n plus 1 durch Fakultät, durch n plus 1 ist n-Fakultät. N-Fakultät will ich ausrechnen, also mache ich ganz einfach, n-Fakultät ist n plus 1-Fakultät geteilt durch n plus 1. Gell? Und ja, schaut korrekt aus, gell? Ist vollkommen korrekt. Aber wenn ich das implementiere, dann, ja, dann, hey, dann geht die Lawine los. Gell? Das heißt, aus der Anforderung, die Fakultät von n zu berechnen, wird die Anforderung von Fakultät von n plus 1 zu berechnen. Gell? Ja, wenn ich das zufällig ausgerechnet habe und ich habe das aufgeschrieben, gell? Und ich komme dann ja, dahin zu diesem n plus irgendetwas, das eben größer ist als n, gell? Und sage, ah, das ist es, gell? Dann kann ich das auch so machen. Dann dividiere ich durch dieses, ja, gebe ich zurück, zurück, zurück und zum Schluss dividiere ich durch dieses n und das war's dann, gell? Aber allgemein eben geht das nicht, vor allem wenn der Basisfall bekannt ist und für n gleich 0 definiert ist. Dann würde mir ein solcher rekursive Aufruf davonlaufen. Ich hätte keine Chance, das zu machen, gell? Mhm. Okay. Ja, also dieses Beispiel, N-Fakultät, gell, das gibt es auch hier im Wikibook, gell, und ja, hier haben wir dann
Ja, da sprechen Sie auch von Beseitigung der Rekursion, das ist noch eine andere Geschichte. Und zwar, wenn ich etwas rekursiv definiere, dann funktioniert es recht gut mit Dingen, die rekursiv erklärt sind. Wenn sie von Haus aus rekursiv sind, gell, dann kann ich sie schön schreiben. Gell. Das, ja, ja, eine Rekursion kostet aber auch Geld, gell? Also dieses Aufrufen der Funktionen und so weiter, das ist relativ kostspielig und da gibt es auch solche, die systematisch versuchen, Rekursionen dann eben zu vermeiden, gell? In eine Iteration umzuwandeln. Gell? Also rein von der Rechenzeit her wäre es dann ja vernünftige Sache, gell? Aber natürlich habe ich dann die Rekursionen nicht mehr, die mich so sehr interessieren. Gell? Okay, ja, was wollen wir machen? Wir wollen das mal zum Laufen kriegen und anschließend wollen wir Fibonacci-Zahlen bestimmen. Und Fibonacci-Zahlen, gell, die sind so schön, die Summen aus den Vorgängern, gell, und das sind Zahlen, die dann stark wachsen, gell. Und wenn ich da schaue, die Fibonacci-Zahl ist so definiert, dass die Fibonacci-Zahl von einem bestimmten n die Summe der Fibonacci-Zahl der Vorgänger ist und das für alle n größer 3. Wenn ich hingegen in einem Fall bin für n gleich 1 oder n gleich 2, dann ist die Fibonacci-Zahl 1, gell? Und ja, das haben sie dann da so schön dargestellt, gell? Ich habe also 1 und 1 als Basisfälle, gell? Und dann für alle anderen, gell, gehe ich immer auf die zwei Vorgänger zurückgreifen, gell? Also Fibonacci von dem ist Fibonacci der zwei Vorgänger, also 2. Vom nächsten, der Fibonacci von dem, ist die Summe der zwei Vorgänger aus 1 und 2, ergibt also 3 und so weiter. Gell? Das ist der rekursive Aufruf. Und das wollen wir machen und wir wollen das auch diskutieren, gell? Und schauen, was passiert, wenn dieses n jetzt ein bisschen größer wird, weil solange das n relativ klein ist, ist kein Problem. Aber wenn das n größer wird, dann muss man sich überlegen, ob das noch funktioniert und richtig funktioniert und wie man das machen kann. Gell?